das Hauptanliegen der SPÖ für das kommende Budget ist? Na, wir haben versucht, ein Budget so darzustellen, dass man ohne Neuverschuldung und ohne Rücklagen auflösen zum Ersten die Vorarlberger Gemeinden entlasten kann mit einem relativ deutlichen Betrag und zum Zweiten in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales und Pflege nicht sparen muss. Wir haben Mehreinnahmen so dargestellt aus Bereichen, wo es möglich ist. Daher sind wir der Meinung, dass es ein Paket ist, das sozial ausgeglichen ist und das höchst an der Zeit wäre. Besonders geschont werden sollen in Zukunft die Gemeinden, haben Sie gesagt. Es ist die Situation so, dass die Vorarlberger Gemeinden knapp 800 Millionen Euro Schulden haben. Das Land Vorarlberg steht schuldenfrei da, hat sehr viel Vermögen bei Illwerken, Hypobank, Vogivosi. Und wir sind der Meinung, dass es jetzt an der Zeit ist, die Gemeinden zu entlasten. Das ist mit unserem Paket möglich. Bis zu 35 Millionen Euro haben wir vorgeschlagen, ohne dass es beim Land zu einer Neuverschuldung kommt oder zu einer Rücklagenauflösung. Nichts angerührt werden soll bei welchen Bereichen? Nicht gespart werden darf beim Sozialbereich, beim Gesundheitsbereich, bei der Bildung und bei der Pflege. Das sind Bereiche, wo ich der Meinung bin, ist es eh schon schwierig genug, mit dem Geld, was man hat, auszukommen. Aber es gibt durchaus Bereiche im Budget wie Tourismus, Landwirtschaft, Wirtschaft, die in den letzten Jahren sehr profitiert haben und die jetzt vielleicht auch aufgerufen sind, etwas kürzer zu treten. Und das müsste möglich sein.